So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Training TV. Diesmal sollte der erste Versuch gleich geklappt haben. Bild, Ton sollte da sein. Und bevor man jetzt mit Silber, Gold oder im Forex-Bereich einsteigt, nehmen wir uns kurz den DAX vor. Den habe ich vorher nochmal ausführlich analysiert. Und mögliche Wegstrecken identifiziert. Aber da heute ja die US-Arbeitsmarktzahlen rauskommen, ist es natürlich sehr schwierig, hier genaue Zonen auszumachen. Ich habe es mal probiert und wird man eben nach 14.30 Uhr wissen, was dann will, kann man wissen, wie die Reaktion eben auf die Zahlen sind. So, hier ist eben die Abwärtstrendlinie eingezeichnet gewesen. Hier gab es ja gestern den Abprall. Die Unterstützungslinie, die Wochenlinie bei 10.550 rund, zeigt hier gestern auch Wirkung und heute früh gleich wieder. Kann hier sich leicht wieder nach oben absetzen. Sollte sich jetzt im Vormittagshandel in etwa auf dem Niveau von 10.625 eine Umkehrkerze ausbilden, also es darf gerne nach oben schießen, dann kann man diese Kerze ja mit einem spekulativen Short kann man dann hier auf fallende Kurse setzen. Allerdings eben dann den Stopp direkt beachten und auf das Hoch der Umkehrkerze, also im Idealfall ist das hier ein Inverted Hammer. Oder eben Shooting Star. Die anderen, und dann eben wären hier rund 100 Punkte Dip möglich bis 10.515. Dann verläuft hier der EMA 200. Andere Möglichkeiten, die Zahlen fallen dementsprechend für den Aktienmarkt eben schlecht aus. Wie gesagt, die Reaktion ist wichtig, nicht was jetzt die Zahlen machen. Und hier zwischen 10.460 und 10.430 Punkten in etwa könnte sich der DAX fangen und dann eben auch eine 100-Punkte-Wegstrecke nach oben legen. Alternativ noch wäre hier eine Zone von etwa rund 10.380 zu nennen, eine Auffangzone. Diese sind in etwa gleich wie schon damals hier, allerdings lag hier eben der EMA 215 Chart woanders, aber hier diese Unterstützungszone, Linie hier, beim, das ist jetzt hier eben der Xetra-Handel, hier liegen Gaps. Noch ein paar Lows bleibt hier also wichtig und die andere Zone ist eben hier bei rund 10.480. Was natürlich schon gefährlich ist, ja, bricht hier eben wirklich eher über nachhaltig über 10.650, dann kommt natürlich die 10.700 Punkte Marke ins Spiel. Oder eben gleich direkt dann die 10.780 in etwa oder 10.770. Doch man sollte hier definitiv die Positionsgröße kleiner wählen bei Neuengagements, denn es kann auch hier sehr schöne Fakes dann geben. Blick auf den Wochenchart noch, da kann sich der DAX oder hielt sich die ganze Woche über der Oberkante des Rainbow-Indikators auf, also ist eigentlich das bullisch zu interpretieren erst einmal, obwohl er natürlich hier gescheitert ist. Zum Nikkei ein Wort, der hat hier das Kursziel am EMA 200 dann jetzt erstmal perfekt abgearbeitet, auch mit der dann gestrigen Kerze, dürfte hier wohl ein Feiertag gewesen sein. Und ja, hat jetzt hier
eine Widerstandszone, Widerstandslevel erreicht. Ob jetzt hier das Hoch bei 17.200 angelaufen ist, kann ich jetzt hier nicht genau sagen. Dafür muss sind natürlich auch die Zahlen von heute oder die Reaktion auf die Märkte wichtig oder entscheidend. So, dann kommen wir zum Silber. Da gibt es leider keine Entwarnung. Auch nicht in der Nacht. Da gab es, bevor ich im Tageschart, nur wollte ich das kurz auch ansprechen. Ja. Hier direkt wird um 1 Uhr ein schneller Abverkauf. Etwa würde komplett aufgeholt, aber dann scheitert Silber an 17,40. Ohne jetzt hier wieder was auszubilden, wie gesagt, das finde ich spannend. Die Konsolidierung war dann interessant. Doch hier hätte es eben in der Nacht dynamisch aufwärts gehen sollen müssen, damit sich hier das Tief als, ja, als markantes Tief vielleicht bestätigt. Wie gesagt, dann kam hier ein Abverkauf, ein kleiner Abverkauf, Verkäufe wieder rein, Stadtkäufe. Und nun stehen wir ja an 17,20. Alles eben nicht prickelnd. Kleinungshoffnungsschimmer kann eben die Zahlen auch um 14.30 Uhr sein. Hier war aber die Situation im Mai, Juni etwas anders. Da gab es auch eine längere Konsolidierungsphase. Ist aber hier dann an dem Tag, das war dann der 3. Juni, da kamen die Zahlen raus, sowieso kein neues Tief gemacht. Hier sieht es eben anders aus, fällt höchstwahrscheinlich wieder unter das Vortagestief zurück. Und hier gab es natürlich auch die Unterstützung durch den Rainbow noch zu beobachten. Aber diese Kerze hier war dann an dem Tag, wurde die dann auf das Parkett eben gezaubert. Anschließend gab es dann die große Aufwärtsbewegung. Die Reaktion eben auf Silber und Gold kann eben hier immens sein, was eben dann die Zahlen bringen werden. Sonst hier kann, ja, ich will jetzt hier nicht Hoffnung verbreiten, dass jetzt hier das wirklich hält, aber möglich wäre es, dass sich eben hier durch die Zahlen, durch ja, plötzliches Kaufinteresse hier möglicherweise im Tageschart dann natürlich erst eine Umkehrkerze bilden. Aber ob jetzt hier das Hoch bei 17,80 rausgenommen wird, ja, darf man sicherlich bezweifeln erstmal. Im negativen Fall kann es direkt noch auf die 16,20 dann zurückfallen. Im schlimmsten Fall ja sogar 16. Also hier ist dann aber, sollte definitiv dann das Ende sein. Allerdings wären es hier ja doch nochmal ein 1,2 US-Dollar Verlust. Die Aktien haben sich gestern eben relativ stabil gehalten. Das signalisiert eher, dass es oder es sollte dann heute nicht mehr noch mit dem Abverkauf, dass der Abverkauf nicht eintritt, signalisieren. Allerdings sollte es heute nochmal weiter nach unten gehen, werden die Aktien sicherlich deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Beim Gold, wie gestern schon erwähnt, gibt es hier noch ein bisschen ja, Korrekturpotenzial oder bis zur nächsten Unterstützungszone an der Unterkante des Rainbows. Vielleicht wird hier das vom Markt noch ausgelotet und dann nach oben gedreht. US-Dollar, japanischer Yen, gab es hier einen Rücksetzer gestern nochmal auf die Tagesunterstützung Widerstandszone. Bullish abgeprallt. Hier gab es eben auch nochmal einen Rücksetzer vom australischen Dollar, japanischen Yen.
Dann nun sollte sich hier dann die Aufwärtsbewegung definitiv fortsetzen, sonst wird es natürlich mit dem Stab relativ eng. Also warten wir mal ab. Die 14.30 Uhr. Ich werde höchstwahrscheinlich gegen 15 Uhr dann kurz nochmal live gehen. Danke fürs Zuhören. Bis später dann.